Künstler wir toll finden und verbringen die gleiche Faszination. Wir opfern unser Taschengeld, unsere Freizeit. Und haben wir gesehen, was es für Kraft, Zeit und Nerven kostet, zu sein. Er liegt jetzt bei Viva featuring Ich bin Fan, was man als Fan von seiner Umwelt einstecken muss und wo die Grenzen des Fanseins liegen. Kein Problem. Què posa allà? Pol? Jo què sé. Ah, polen. Què vol dir polen? Mare de Déu. Tom! Leider teilen nicht alle Menschen diesen Hobby. Ob Eltern, Lehrer oder Freunde, Fanleidenschaft stößt nicht immer auf Begeisterung. Manchmal gehen dadurch sogar Freundschaften zu Bruch. Könnte man auch sagen, komm, ich habe meine beste Freundin verloren, weil ich Fan von der Gruppe bin. Timo! Würde ich mal überlegen, was das dann für ein Freund ist. Es gibt immer so Fans, die man gut findet und irgendwer anders findet, die nicht gut. Sodass ich glaube, es gibt auch echt in jeder Musikrichtung. Und ich will wurde ja einer früher Aber ich auch, ja. Ich wollte doch nur gehänseln den ganzen Tag. Also dann kommt, ich hatte mal Probleme mit meinem anderen Fan. Sie hat gemerkt, dass ich eine Vernachlässige, weil ich mich nur mit meinen Ostern beschäftigt habe. Georg hört David Hasselhoff und das ist auch in Ordnung. Das hat auch von Anfang an akzeptiert. Also weil hier ist halt Trotz Stress mit Eltern oder Mitschülern, Fans stehen zu ihren Stars. Hast du mal passiert an mir? No. Verteidigen sie ihn. Denn die Musiker faszinieren Fans und begleiten sie. Ulla, da bin ich ein Alter. Sie, die. Oder will ich nicht? Geh, geh mal. Viele Fans freuen sich bei Konzerten auf einen unvergesslichen Abend. Doch für manche ist es der wahr gewordene Traum. Dass sie unbedingt zusammen sein wollen. Du glaubst wirklich, der wird irgendwann mit dir zusammen sein. Aber weißt du, was das Geile ist? Wie deine Fantasie. Das ist das Schönste. Venga. When you're a young 8-year-old, was ist das nun mal? Mira, ist das Mariquita. Da kommt unerreichbare Liebe. Timo! Timo! Denn sie begeistert sich. Timo! 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 In den frühen Tagen von Asphalt haben wir alle zusammen in einer Wohnung gelebt. Die anderen waren ich dachte, dass es die anderen sind, die gerade nach Hause kommen. Da gab es schon irgendwie Sachen, wo du dir auch denkst, Mann.
verpisst euch. In ihrer Euphorie merken Fans manchmal nicht, dass sie gewisse Grenzen überschreiten. Brücke, fahren ist der Logan. Bushido. Thank you. Ah, Stückchen, vale. Schöne ist, dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. Denn ohne Fans würde den Stars kommunizieren nur halb so viel Spaß machen. Ich hoffe, das ist bei jedem Künstler so, dass Timo. Das wichtig ist. Egal, wie kommt, sind unsere Fans, bevor wir uns Menschen kaufen, als die Menschen, über die es uns eigentlich geben wird. Die Fans sind ja. Die Fans sind alle. Du kannst die beste Band der Welt sein, wenn du die besten Produzenten im Hintergrund und den besten Kampfdruck im Gepäck. Wenn du keine Fans hast, ist das so lieb. Wenn man Fans hat, dann kann man keine Musik machen und überall in den anderen Ländern zu reisen. Ich bin der Ruhe, mira, mira, lasst uns diesen Moment anwenden. Al Frankie, ihr wolltet einen Kontakt für mich. Frankie. Ich sehe mich mehr, Cabra. Danke. Em recorda a mi. Ah, mira! Sembla la Iaita, eh? Weil du immer mit uns schlafen gehst. Hinter unserer Fanliebe verbirgt sich ein ganzes Labyrinth von Gefühlen, Erlebnissen und Berufen. Die gesamte Freizeit damit, Konzertreisen zu planen, Plakate zu basteln und einfach. Außerdem machen wir alles, um unsere Linie zu unterstützen. Ja, da muss ich feiern. Oh, Jimmy! Du gehst den Feind. Ist er gewalt? No. Ja, que sí.